Heute schauen wir uns eine Blu-ray-Europa-Premiere eines vergessenen Wes Craven-Klassikers an. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer sehr dynamischer Matthias, und wir schauen mal, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat. Jawohl, sie war wieder Räubern, und zwar bei Play on Pictures, und heute gibt es mal wieder 80er Jahre Horror. Und zwar ein Klassiker, wie schon erwähnt, von Wes Craven, Der tödliche Freund, Deadly Friend. Ja, worum geht es in Deadly Friend für die Leute, die diesen Film nicht kennen? Ja, es ist so ein bisschen so ein neumodischer Frankenstein. Der 15-Jährige, hab vergessen, wie er heißt, ist schon ein guter Bastelfreund und schon fast kleiner Hirnchirurg. Aber halt nur fast. Und er bastelt auch so ein bisschen an so einem Roboter rum, der auch schon so eine eigene Persönlichkeit entwickelt hat. Und ja, er zieht mit seiner Mutter in eine neue Stadt, lernt ein wunderschönes Mädchen kennen, dieses hier, so entspiegelt, so. Und ja, die wird leider durch ihren gewalttätigen Vater zu Tode gebracht, was der junge Mann schwer akzeptieren kann und sich dann kurzerhand überlegt, er könnte ja einfach mal seinen Computerchip von dem Computer in diese in dieses Mädchen einpflanzen, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Dass das erstaunlicherweise nicht gut funktioniert, könnt ihr euch vielleicht denken, und dass es vielleicht auch mörderisch zugeht und eine der besten Splatter-Szenen, eine bekanntesten Splatter-Szenen, möchte ich mal so fast, ich möchte es mal so behaupten. Ich sage es jetzt einfach mal so, wenn ihr es anders seht, könnt ihr gerne meine Kommentare mich beleidigen, produziert in diesem Film. So, das wird erstmal so zu der Inhaltsangabe gewesen sein. Wir schauen uns jetzt mal dieses Mediabook etwas genauer an, was der so kann, was so die Extras können und vor allem, was halt dieser Film auch dann kann. Das erfahrt ihr dann danach noch. Und da gibt es auch noch eine kleine Bild- und Tonbewertung und ja, das ist so ein kleines grobes Fazit dann. Also, wie gesagt, wir schauen uns erstmal jetzt hier dieses Mediabook etwas genauer an. Der tödliche Freund hier in einem glänzenden Mediabook. Ihr seht schon hier in der Saftbox, die sich hier so ein bisschen in dem Cover spiegelt. Titelmotiv hier ist eines der Kinoplakate, möchte ich mal so sagen, Werbeplakate, die halt damals für Promozwecke hier für diesen Film genommen wurde. Deswegen alles so ein bisschen in diesem wirklich 80er Jahre Zeichenstil, und ihr seht so ein bisschen hier so ein paar Szenen, die dazu gehören. Ja, so ein bisschen hier Hintergrund, so, was ist mit dieser Treppe, wer steht da oben? Ihr erfahrt es in dem Film, und was hat hier diese Roboterhand und auch diese seltsamen Gesten des Mädchens mit den Fingern zu tun. Das erfahrt ihr alles, auch genauso, dass es der Film von Wes Craven ist, auf diesem Cover. Der Rest, wie gesagt, in dem Film. Der tödliche Freund, Blu-ray, DVD auf dem Spine, das ist nichts Großartiges, aber ist es schön mittig und ist es gut leserlich, das gefällt mir immer gut. Hier auf der Rückseite sehen wir schon sehr, sehr cool den kleinen Roboter, der sieht auch wirklich sehr, sehr scharf aus hier. Das ist schon fast so ein bisschen auch dieses futuristisch lasermäßige hier. Gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut und transportiert einen so ein bisschen quasi fast schon in eine Zukunft-Science-Fiction-Version von dem Film, der da gar nicht ist. Oben hier allgemein die Inhaltsangabe und hier unten nochmal so ein bisschen allgemein zu Wes Craven, Nightmare on Elm Street, Scream, man kennt es, Großmeister des Horrorgenres mit Frankenstein-Variante mit Gefühl. Ja, und eine Menge schwarzen Humor. Einigen legendären Splatter-Szenen dazu dann aber vielleicht. Das nächste Basketballspiel wird man mit anderen Augen sehen. Ich mache mehr dazu, verrate ich nicht. Schaut euch diesen Film an. Diese Szene ist wirklich unfassbar, unfassbar geil. Also sie wurde, glaube ich, nachträglich noch gedreht für diesen Film. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine richtig, richtig gut gemachte, geile Szene, die mich auch wirklich überrascht hat. Und ich muss sagen, ich habe sie sehr, sehr gefeiert. Kommen wir zu den Extras. Sehen wir hier aufgelistet. Da fehlt aber eins. Und das ist eine alternative Restaurierung. Die kann man auswählen und sich den Film damit anschauen. Ich gehe gleich nochmal in der Bild- und Tonbewertung ein bisschen drauf ein. Große Unterschiede konnte ich aber nicht feststellen. Also wenn ihr dazu auch mehr wisst, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, genau, dann haben wir hier die ganzen Interviews, die sind alle geführt worden, im Auftrag mehr oder weniger von Shout Factory, also alle auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Wir haben hier mit Kirstie Swanson, das war die Hauptdarstellerin, diese hier,
dann die halt da, weiß ich nicht, gesagt hat. Also da warst du, diese ganzen Dinger, die ganzen Interviews hier gemeinsam haben mit den ganzen Leuten, die hier drauf sind, ist, dass sie alle von Wes Craven geschwärmt haben, was für ein super Typ er doch war. Der möge er in Frieden ruhen. Dann hier mit dem Drehbuchautor, dem Bruce Joel Robin, der auch eigentlich gar keinen Bock drauf hatte auf dieses Ding, sich dann quasi ja, erst später sozusagen dazu entschlossen hat mitzumachen. Dann ja, Special Make-up Artist Lawrence Anderson, auch sehr schön. Gehen wir auch nochmal ein bisschen auf die Details drauf ein, was auch gerade das Wettersehen anbelangt. Interview mit Komponisten Charles Bernstein, auch sehr cool. Ein bisschen nerdiger wieder, geht so ein bisschen auch mehr auf die ganzen einzelnen Szenen ein, was sich dabei wohl gedacht wurde und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr stark. Dahingehend, ja, sehr viel, sehr schöne Interviews, relativ kurz gehalten, sehr kurzweilig, kann man sich wirklich sehr schnell durchbingen, möchte ich mal so sagen, gerade wenn man dann den Film gesehen hat, dann nochmal so ein bisschen da sich, ja, so noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte in den Film. Genau, ansonsten ja, immer eine Lobhudelei für die anderen Darsteller und so weiter und so fort, man kennt das halt, ne? Aber es ist sehr schön, gerade wie gesagt, bei der Musik, das hat mir besonders gut gefallen, weil sich da wirklich sehr viele Gedanken gemacht wurde, warum welches Lied wo lief. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir mal in das Booklet rein und das ist für mich auch so ein bisschen, aber die, ach nee, wir schauen erst natürlich hier diese Disc an, ne? Klar, wir haben hier, wie gesagt, erstmalige Europa-Blu-Ray-Premiere hier. Von diesem Film. Und das ist hinten so ein bisschen so eine abstrakte Szene aus dem Film und das auch sehr abstrakt hier diese Discs gehalten, die so ein bisschen, ja, so vielleicht an die Computersicht von dem Roboter erinnern, der so ein bisschen digitaler schaut. Hier diese junge Dame, vielleicht macht sie Bekanntschaft mit dem Basketball, man weiß es nicht. Auch sehr schön, wie gesagt, vorne so eine Doppelseite, man kennt es halt und dann von Wieland Schwanebeck geschriebenes Essay, möchte ich fast mal sagen, zu ja, diesem Film. Sehr, 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 sehr cool. Hat mich wirklich richtig abgeholt. Sehr schön geschrieben. Am Anfang so ein bisschen noch, geht es so ein bisschen wieder so um Wes Craven. Dann um Der tödliche Freund an sich. Diese ja, ja, geht zumindest das, ne, bevor ich es jetzt vergesse, wie immer, Spoilerwarnung, hätte man vorher auch nochmal aufschreiben können. Ja, was ich sehr, sehr schön fand, wir haben hier auch noch einen Vergleich drin zwischen dem Buch und dem Film, weil das basierte hier auf dem Buch Friend, weil er dann quasi dann zu langweilig war und dann auf Deadly Friend umgeändert wurde. Genau. Dann geht es ein bisschen um die Dreharbeiten zu dem Film, wie das alles entstanden ist. Ne? Das ist halt auch eine interessante Geschichte. Einzige Nachteil, was ich an diesem Mediabook, dieses blaue, dunkelblaue Schrift auf dem dunklen Untergrund, wenn ihr seht, ihr hier so das Licht, das ein bisschen so spiegelt, dann ist das wirklich sehr schwer zu lesen. Ansonsten auch designtechnisch schön gemacht. Einfach nur den Text drauf auf diesen schönen dunklen Hintergrund, der aber sich mit diesen schönen Lasermotiven, möchte ich mal nennen, ne? So wie auch diesem Kanal hier in diesem 80s Rot, Lila, Blau, Schwarz Look quasi vereint. Sehr schön umgesetzt. In den Kellern von Superbia geht es so ein bisschen auch nochmal um dieses Element des Kleinstadthorrors nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen wiedergefunden wird und geht auch nochmal so ein bisschen auf diese Nerd-Geschichte, diese Daniel Düsentrieb und Bastler, Nerd, Frankenstein-Geschichte ein. Übrigens, wie ihr sehen könnt, hier gebundenes Mediabook. Ja, Player Pictures mittlerweile alle gebunden und auch hier hinten sehr schön. Er hat übrigens auch nochmal Sigmund Freud da nochmal mit reingebracht. Das fand ich auch sehr geil. Sehen wir auch als Quellenangabe nochmal, das kleine Reklamheftchen. Hat auch keinen Bock auf diesen Fetching wahrscheinlich gehabt. Nee, aber sehr, sehr schön hier auch nochmal. Also, das ist wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Hat mich nochmal so richtig schön nach dem Film mitgenommen, an die Hand quasi nochmal dieses Erlebnis von dem Film noch mal so ein bisschen nachzuarbeiten. Also lieber guter Wieland, sehr, sehr schön geschrieben. Dankeschön für dieses schöne Mediabook, diesen schönen Text und hier noch mal unsere Hauptdarstellerin. Wir haben hier eine restaurierte Fassung und wie ja schon in den Extras erwähnt, gibt es hier sogar noch eine alternative restaurierte Fassung. Ich hatte es mal kurz ja, hin und her geswitcht, das hat immer alles, war sehr zeitaufwendig. Deswegen, ich habe nur so ein paar Szenen verglichen. Die sahen für mich ziemlich ähnlich aus. Ich konnte auch im Internet nichts zu der alternativen Restauration finden. Wenn ihr da mehr Infos habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das hilft nicht nur mir, sondern auch anderen Zuschauern, die gerne mal in die Kommentare schauen. Also wenn ihr auch was dazu beitragen könnt, um dieses Video hier noch besser zu machen, dann haut es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Was mich übrigens sehr freuen würde, wenn ihr auch mal auf den Like-Knopf drückt,
es passiert einfach viel zu selten. Und ja, ihr pusht mich damit, den Algorithmus. Alle gewinnen, YouTube verliert hoffentlich. Und das ist ja das Wichtigste, das Einzige, was zählt. So, das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Back to the film. Ja, wie gesagt, Bildrestauration hat mir sehr gut gefallen. Es hat diesen schönen, leicht erzählten 80er-Jahre-Charme, dieser 80er-Jahre-Horrorfilm. Ich habe ihn mir angeguckt, als ich krank war und habe mich gleich zu Hause gefühlt. In dieses wohlig-warme 80s-Feeling bin ich komplett reingekommen. Da hat mich der Film wunderbar mitgenommen. Tonmäßig sind wir hier bei 2.0 DTS HD Mono. Da kann man halt von Mono halt auch nur Mono erwarten. Wir haben quasi eine große Soundwand vor uns, die jetzt nicht groß dynamisch durch die Gegend schießt, auch nicht gerade sehr räumlich wirkt, aber halt zu dem Film wunderbar passt. Wir haben hier nichts, was irgendwie negativ aufgefallen ist. Die Front war voll, der Ton war da. So dahingehend, ja, geht bestimmt besser, aber für den Film hier hat es doch durchaus gereicht und war auch sehr verständlich. Musik war klar, dahingehend, ja, auch für den Film, für den Ton im Rahmen seiner Möglichkeiten. Gut, hat mir gut gefallen. So, das also erstmal zur technischen Seite. Extras habe ich ja schon erwähnt, sind einige drauf, die auch ziemlich interessant sind. Was ich auch sehr interessant fand, war dieses Mal, hatte ich mir nämlich mal wieder die Bildergalerie angeschaut. Fans, das kann das wissen, das ja, das ja, ne? Brauche ich nicht wieder erwähnen. Das war auch sehr cool, das war so ein paar schöne Sachen. Was ich halt sehr cool fand, dass wir auch spanische Trailer drauf hatten und ein paar TV-Spots. Also diese ganze, das Trailer-Game sozusagen nochmal so ein bisschen on top gesetzt. Das fand ich schon sehr cool, das haben wir dann nochmal so eine Runde auszuholen. Kommen wir ja jetzt zur Mediabook-Bewertung. Wir haben hier ein relativ einfaches Hochglanzcover, also ja, glänzendes Hochglanzcover. Ja. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr seht ja schon, das Licht reflektiert sich hier. Da sind keine großartigen Spielereien drauf. Das Motiv ist ein altbekanntes. Es war, glaube ich, damals auch Kinoplakat, wenn ich das in diesen Extras da so auch richtig gedeutet hatte. Also Player & Pictures hat sich jetzt hier nichts Neues ausgedacht. Wir haben kein neu gebasteltes Ralf Krause Cover. Alles in allem solides Ding. Hat mir sehr gut gefallen. Geht bestimmt besser. Ich wüsste halt nicht wie. Wenn ihr was in bessere Szene gefunden hättet, ob Ralf Krause das vielleicht besser gemacht hätte, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ja, ansonsten einfaches Cover. Was ich aber sehr schön fand, ist das Booklet und man sieht in Sicht der Film. Der hat mich wunderbar abgeholt. Es ist ja so, wie gesagt, ich habe es eigentlich auch schon erwähnt, so ein bisschen so die vergessene Wes Craven-Film. Wes Craven, ihr kennt ihn ja durch seine Nightmare-Geschichten. Ist hier so, hat also versucht noch mal so ein bisschen was anderes zu machen. Ihr habt ja auch in dem Mediabook-Text schon gehört, ein bisschen andere Wege zu gehen. Ich finde, es ist ihm gelungen. Ich habe mich komplett abgeholt gefühlt. Ich habe die ganze Zeit in diesem Film, wie gesagt, ich war auch ein bisschen krank, aber ich habe mich da komplett in diesen Film reinziehen lassen. Es hat mich sehr gut unterhalten und es ist schön, mal so einen schönen 80er-Jahre-Film sich mal wieder zu geben, der einen ja, in dieses Feeling mit reinzieht und diese schöne Horrorgeschichte auf so ein wohlig warmes Level mitnimmt. Also mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das war eine Erstsichtung von mir. Dahingehend kann ich euch das nur ans Herz legen. Links sind unten in der Videobeschreibung. Lasst gerne mal ein bisschen Liebe da. Falls ihr anderer Meinung seid, auch gerne in die Kommentare schreiben. Dankeschön fürs Einschalten. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Cheers.